Wir müssen einen Weg finden. Ich glaube, wir müssen die einfach ins Licht locken. Wenn die gleich wieder da ist. Rapazamba. Oh, hä? Das ist Außenlicht. Na, das braucht doch kein Mensch. Ich will ja drinnen Licht haben. Ich habe doch Angst. Kommen wir maybe hier hinten durch? Geht's wieder in den Keller? Oh, vielleicht müssen wir im Keller was suchen. Ausziehen, ausziehen. Ich kann mich nicht ausziehen, Sneedlewoods. Außerdem werde ich dann gesperrt hier auf Twitch. Ich würde es ja machen. Aber ich will nicht. Schade. Hier ist doch... Ist das eine Nähmaschine? Moment! Haben wir hier nicht eine... Eine Ratatatatatatöf? Elsa kommt gleich wieder, weißt du? Und will uns von hinten einfach mal zeigen, dass nicht nur Eulen auch ihren Kopf nach hinten bewegen können. Was ich nicht unterstützen kann. Ich muss, bevor die kommt, wieder... Ich probiere nochmal hier durchzukommen. Ne, die geht auch nicht. Bevor die kommen, muss ich mich wieder ins Licht begeben. Ich glaube, wir müssen das machen. Willst du dir jetzt was nähen? Ich hätte es gemacht, wenn es ging. Easy. Ich bin gar nicht erschrocken. Oh! Oh! Ich bin gar nicht erschrocken, Alter. Das war vollkommen okay. Dieser Piss-Kinderwagen, Alter. Er baut den Kinderwagen in Spielen ein. Da war ein Bild. Das mussten wir einfach nur angucken. So einfach war das. Kommt eine Musik raus? Oh ja, die nehmen wir natürlich zur Sicherheit mit. Die gucken wir... Die gucken wir uns natürlich nur an. Wir nehmen die nicht zur Sicherheit mit. Wäre ja auch Quatsch. Selbstverteidigung ist eine schlechte Verteidigung. Ich gucke erstmal durch die Fenster. Ist klein übersichtlich, da kann ja nicht viel passieren. Wir sind sicher. Oh nein, guck mal. Da müssen wir doch runter. Kinderwagen sind ja gruselig. Auf jeden Fall. Silent Hill hat's vorgemacht. Resident Evil hat nachgezogen. Und alle anderen Horrorspiele auch. Mach die Tür wieder zu. Wo ist denn die Kette? Da haben wir was. Das ist eine 96. Nee, das ist ein... Okay, sah es aus wie eine... Optconic N. Optconic N? Was ist das? Latein? Spanisch? Nee, keine Ahnung. Cameroid. Oh, hier, wir haben hier wieder einen Cameroid-Film. Oh, warte mal, da müssen wir hier wieder fotografieren, oder? Kinderwagen ist in schrecklichen Situationen ein Klischee seit den 80ern. Auf jeden Fall. Also, ich würde mich auf jeden Fall um einiges sicherer fühlen, wenn es keinen Kinderwagen gäbe. Prinzipiell keinen auf der ganzen Welt. Sondern die Kinder gefälligst laufen lernen. Ich weiß nicht, ob die Sicht so sein soll. Ob Conic heißt gar nichts laut Google. This weekend. He blindfolded me and whisked me off in the car. When he took the blindfold off, I saw this. Ich dachte, das ist sowas wie Carpe Diem, weißt du? He purchased this place from an estate sale of a deceased hunter or something. He wants to fix it up so we have our own little romantic getaway. Maggie's staying with the neighbors for the weekend, so I guess I'll make the most of it. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Weil ich im Bild bin. Ach stimmt, weil ich im Bild bin, ist alles so gemalt. Oh mein Gott, habt ihr noch diesen Polizeibericht im Radio gehört, wo der Polizist, nein, da waren wir auf der Polizeistation, wo der Polizist im Wald war, wegen einer Ruhestörung im Wald, in so einer Hütte. Und dann wurde er angegriffen von etwas, was sein Weltbild vollkommen verändert hat und er sich an nichts mehr erinnern kann. Das fing ja schon hier in der Hütte an. Oh mein Gott, 85. Ne, Moment, das ist 85, das war ja schon mittendrin. Das heißt, der ist, oh mein Gott, dann ist er, sie, es ja schon, das Kind kam ja erst ein Jahr danach zur Welt, ne? Genau, der Michael kam erst ein Jahr danach zur Welt. Das heißt, wer was auch immer, dann hat sich die Frau ja doch hier im Wald angesteckt.
Nein, es ist Maggie. Maggie blieb übers Wochenende bei. Ah, nee, bleib übers Wochenende bei den Nachbarn. Aber ich werde das Beste draus machen. Da war er im Ferienhaus, ne? Genau, er war dort. Das heißt, der Polizist. Dann sind wir ja der Besessene gewesen, oder was? Waren wir dann der Besessene? Nicht, dass wir das Kind auf dem Gewissen haben. Boah, es ist halt schon wieder alles offen, ne? Boah, das ist so cool gemacht. Warte mal, das gucken wir noch nicht an. Ich glaube, da lösen wir dann den Rest aus. Und hier hinterm Haus ist irgendwas, Leute. Hört ihr das? Ich höre die ganze Zeit so einen Silent Hill Henker hier draußen vom Haus. Der macht mir noch... Also das beunruhigt mich extrem. Sonst ist hier nichts, ne? Dann können wir doch das nächste auslösen. Ich dachte, hier sind noch mehr Briefe auf dem Boden. Ja gut, dann... Ich habe noch ein Auge gesehen gehabt. Da. 24th March 1985. He's like a changed man out here. At first I wasn't sure this place is creepy, but last night was simply amazing. Maybe this was a great idea. It just needs a woman's touch. Mhm, alles klar. Mal schauen, ob du ein Bild im Bild findest. Das wär wild, ne? Wir haben halt hier ein Bild quasi, aber das ist halt... Okay, das war's, ne? Das war es. Der Elchmann! Der Elchmann will sich sein Blut holen. Sollen wir da jetzt rausgehen? Ich komm nicht raus. Dad's a drunk. He drank and drank. Das muss ich auf Instagram posten. Oh mein Gott. Okay, komplett blutverströmt. Okay, das war's anscheinend. Unterm Sessel geht's runter. Theoretisch ja. Ich glaube, das ist einfach nur so, ne? Ja, irgendwie ist da was, ne? Warte mal. Okay. Ist offen. Einfach abfotografieren. Dusche. Oh nein. Sie ist hier, Leute. Sie ist hier. Als ob. Hier ist irgendwas. Eine Kerze, sehr gut. March 1985. I don't ever want to come back. Last night there were all kinds of strange noises. I could hear whispering. I think maybe some of the locals don't want us here. I heard something in the basement and had to investigate. Oh my god, it's a slaughterhouse down there with some really weird shit going on. I appreciate taxidermy as an art form, but this looked like more than that. Between the cabin's unknown history and the strange noises, it'd be a cold day in hell before I'll set foot in here again. This is how those horror movies start. Ach du Scheiße, okay, krass. Ja, wahrscheinlich Opfergaben. Also ich plädiere auf Opfergaben, dass hier eventuell schon... Aber warum haben wir dann das nochmal im Keller gemacht? Wenn doch hier schon der Abfuck losging. Oder? Wenn doch hier schon der Abfuck losging, warum haben wir dann das nochmal im Keller gemacht? Oder wollten wir noch einen zweiten Dämon beschwören? Ich bin mir nicht so sicher. Weil wir haben ja faktisch einen Dämon... Oder wollten wir ihn vertreiben? Hä, hey, Moment. Da war aber was zum Angucken, oder? Warte mal, ich mach nochmal was. Warum ist dann... Was?
She's here. Ja, aber was soll ich tun? Hier ist ein Buch. Ganz viel, was ich nicht lesen kann. Okay, kann man gar nichts von lesen. Hier ist noch irgendwas. Klarschrift. 14.01.1979. Ich bin nicht ganz ich selbst. Alles ist verschwommen. Selbst während ich das tippe, kommt es aus den Tiefen einer Art Trance. Aber gleichzeitig ist mein Bewusstsein klar. Ich habe fast das Gefühl, in meinem eigenen Körper gefangen zu sein. Ich kann nicht sagen, ob es die Macht dieser Rituale ist. Oh mein Gott, er hat selber Rituale gemacht. Aber ich bin dabei, mich zu verlieren. Es stellt sich auch die Frage, verliere ich den Verstand? Ich schaue mich im Keller dieser Hütte um und hier ist niemand. Aber ich höre ein Flüstern. Ist es echt oder bilde ich mir das nur ein? Ich kann keine Stimme erkennen. Sie klingen tief und doch nicht von dieser Welt. Ich kann nicht so bleiben. Ich muss mich vorankämpfen und hoffen, dass es ein Licht am Ende des Tunnels gibt. Cornelius Comberdale. Der gute Cornelius Comberdale, Leute. So, sie ist hier. Ja, sie ist halt da draußen vor der Tür. Da habe ich halt keine Lust zu. Guck mal, da ist wieder so ein... Ich fotografiere es ab. Komme ich da jetzt auch rein? Ich muss hier rauskommen irgendwie, ne? Ich muss hier, glaube ich, irgendwie rauskommen mit irgendwas. Sie ist über uns, oder? Jetzt ist das krank, Digga. Oh mein Gott, alles klar, okay. Sie ist da im Haus drin, ne? Wo muss ich lang? So, wir gehen am besten in den Wald hinein. Da hat's den Polizisten erwischt. Ah! Ja, nu? Oh, das sieht doch... Das sieht doch gut aus. Habt ihr das gehört? Oh mein Gott! Sie wurde... Moment, warte mal. Ist das nicht unsere... Ist das nicht unsere Frau? Ich spring rein. Das ist doch unsere Frau, oder nicht? Oder wer ist das? Ich kann da nicht reinspringen. Oh doch. Oh mein Gott, ich kann da reinspringen. Ich muss, ne? Jetzt spring schon. Moment, ich will noch ein... Ich mach noch ein Foto. Okay, das war's. Okay, ich spring rein. Sieht ihr ähnlich? Ne, auf jeden Fall. Ich glaube auch. Ein bisschen kürzere Haare, glaube ich. Aber... Haben wir unsere Frau da reingeschmissen? Und das macht aber auch keinen Sinn. Wer war dann die hier im Haus lebt? Wir haben nämlich immer noch nicht die göttliche Kleidung. Kommen wir da jetzt eigentlich wieder rein? LOL, wir sind jetzt hier. LOL! Alles klar. Oh mein Gott, sogar mit Wasser. Das ist so gut gemacht. Das ist einfach so gut gemacht. Wir müssen mehr Bilder suchen, ne, und gucken, ob wir da rein können. Wie viel kostet das Spiel? Ich glaube, Kali hat das für 17 Euro im Angebot geholt. Ich würde mich gerne noch weiter umgucken, aber ich glaube... Komm, wir gehen jetzt in das Embryo rein. Ich muss sagen, also, ist schon geil. Für den Preis hat sich gelohnt. Da hat sie echt was Gutes ausgesucht. Oh nein, die blauen Fässer, die wir alle schon wegräumen mussten. Im Ziegenstall. Ja, wir haben Ziegen. Die Ziegen tun wir jeden Tag zurechtbiegen.
Du Heiliger. Aber die ist jetzt nicht hier oben, oder? Das heißt aber, im Keller, das passt auf die Polizistengeschichte und das waren dann auch wir. Wenn wir besessen waren, er hat ja. Se Ist sie jetzt hier oben? Klamotten? Ich mach mal ein Bild. Kann man noch auf eBay versteigern? Ist alles getragen? Oh, da war sogar meine Hand. Okay, hier haben wir wieder einen Spiegel. Oh, nee. Oh, nee. Will ich das? Na komm. Oh, da war ein Schatten von einer Person. Oh mein Gott. Das ist schon krass, Leute. Das ist, also wenn man weiß, dass da... Hallo? Ich guck mal, ob es noch da ist. Oh ja, ist halt immer noch da. Darf ich mich auf dich draufsetzen? Okay, da kommen wir jetzt auch nicht rein. Oh mein Gott, hier sitzt halt eine Person oder ein Geist oder etwas. Ich höre sie. Alter, geht mir nicht auf den Sack. Scheiß Sounds da! Ich nehm's euch weg! Da ist sonst nichts, ne? Okay, da kam die Hochzeit. It's bad luck to see the bride before the wedding. Get out of here, you. Wait a minute. Come here, you. Now go. We're gonna be late to the altar. Okay. Ja. Wir kommen noch zu spät zum Altar. So, kann ich das? Okay, kann ich. Oh! Angesichts. Jo! Angesichts Gottes getragen. Natürlich das Brautkleid. Oh, wie gut ist das denn? Oh nein. Weil wir vor einem Geistlichen getraut wurden. Boah, wie gut. Interaktion. Du kannst mit den meisten Objekten dieser Welt. Achso, das interessiert uns. Oh, wie gut. Da wäre ich ja niemals drauf gekommen. Wie gut durchdacht. Es traut mir ein anderer Mann. Boah, krass, wie wir alles, was wir im Spiel gehört haben, da immer noch mal hören, ne?